Tut mir leid, ich musste kurz aufhören. Wir machen jetzt weiter, ja? Als Thema hatten wir ja der siebte der Kelche, Krebs. Und begleitet jetzt mit der siebte der Münzen, Nummer sieben, ja? Also eine interessante Nummer, 77 auch, wenn du das auch in Google in der spirituellen nachforschen möchtest. Und der zehnte der Münzen. Das sind viele Münzen, ja? Es sieht so aus, Krebs, es gibt eine Situation hier, die du schon lang wartest, auf den du schon lang wartest, ja. Und es hat mit der Familie auch zu tun, ja. Ja, wo noch, wo ein bisschen Konfusion gibt, ja. Es ist eine Situation in der Familie, etwas konfus gerade, und du denkst auch viel nach darüber, ja. Es ist eine Situation, wo du viel nachdenkst und ja, wie gesagt, was mit der Familie zu tun hat und ja, und sehr lang wartest schon, sehr wahrscheinlich, ja. Wir hatten ja den Teufel gehabt hier und jetzt ist begleitet mit einem Sechste der Stäbe, was für Erfolg spricht, Krebs, begleitet mit der König der Münzen. Ja. Das kann ich jetzt verschieden verstehen, ja? Also wir haben hier einen König der Münzen. Ein König der Münzen spricht für Sternzeichen Stier, Jungfrau oder Steinbock. Übrigens, der Teufel spricht auch für Steinbock. Ja, eine Energie für Sternzeichen Steinbock, genau wie der König der Münzen auch. Ja, eine Person, die eine sehr, eine Energie mit sehr viel, also Reichhaltigkeit, sehr finanzielle Stabilität, sehr reife Person und viel Erfolg, ja, eine erfolgreiche Person auch. Und also für mich würde das heißen, also diese Person wird sich kommunizieren, ja. Sollte das hier mit der finanziellen zu tun haben, Krebs, ist das wirklich, sind potenzielle Karten. Also der König der Münzen plus der Teufel, wenn das mit der finanziellen Sachen zu tun hat und die Karte des Sechsten der Stäbe, sind Karten, die wirklich erfolgreich für diese, in diese Beziehung zu tun ja, haben. Sehr starke, sehr potenzielle Karten, ja? Wenn es in der finanziellen wäre. Und mit einer Person, wie gesagt, entweder ist ein Steinbock oder sonst Stier, Jungfrau. Ja, die sich auch mit dir kommunizieren wird. Oder sonst eine Person, auf den wir auch achten sollten. Eine Person, die vielleicht etwas Abhängigkeit hat oder in einer Weise oder irgendwie einen Verhalten, die nicht gut ist. Das müsst ihr euch an eure Situation anpassen, ja? Ich sehe viele Münzen hier in deine, also wir haben ja die zehnte der Münzen, siebte der Münzen, der König der Münzen. Wie du siehst, sind viele Münzen da
Und wenn der Teufel hier erscheint, ist sogar positiv in dem Fall, ja? Was mit der Finanzielle zu tun hat. Würden gute Aussichten für dich haben, ja? Aber wie gesagt, wenn es sich um eine Person handelt, die auf du schon sehr lang wartest, entweder ist ein Steinbock, ja, oder sonst wie gesagt eine Person, die mit dem du vielleicht ein bisschen achte, ja, Achtung geben sollte, schauen wir mal. Ja, ich wollte jetzt als Klärung kommt der Achte der Schwerter. Achte der Schwerter kommt als Klärung. Und die Karte der Tod. Guck mal, Krebs. Übrigens, du weißt, das ist jetzt Teil 2, ja? Weil Teil 1 ist sehr kurz. 8 Minuten nur hat es gedauert, aber es ist was dazwischen gekommen, tut mir leid. Und jetzt, das ist jetzt Video Teil 2, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Auf jeden Fall, hier gibt es eine Situation, eine sehr interessante Situation, würde ich sagen, Krebs. Es gibt eine Person hier. Es gibt hier eine Person. Ich will es einfach nicht so deutlich sagen, aber... es gibt hier eine Person, die überhaupt nicht positiv für dich ist. Auf keine Art und Weise. Also nicht nur der Teufel, sondern die Karte der Tod, die Karte der 8 Schwerter. Ja? Und diese 6 Stäbe, in diesem Fall wurde auch über eine stolze Person. Eine Person, die sehr stolz ist und denkt, du bist da jede Zeit, wenn er kommt, für ihn, da. Keine gute Energie, sagen wir mal so, Krebs. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, egal, weil das muss ihr euch für eure Situation anpassen, ja? Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, egal, ob das jetzt ein Erdzeichen ist oder nur Aszendent oder vielleicht einfach nur die Energie von diesem Mensch, ja. Auf jeden Fall gibt es hier eine Person, die kommt, eine von diesen Optionen, weil das zeigt ja auf Optionen, ja, sehr wahrscheinlich sind da mehrere Personen oder halt nicht mehrere, sondern vielleicht 2 reichen auch schon, ne. Die an dich interessiert sind oder du halt an denen und an denen du auch lang wartest, ja. Aber eine von diesen Optionen wird sich bei dir kommunizieren, aber es ist nicht positiv, ja. Ja, eine Person vielleicht, die dich auch blockiert oder Ängste gibt oder... ich staune selber mit diesen Karten hier, Krebs. Denn es sieht schon, ich meine, okay, ihr wird, wenn ihr diese Karten seht, ihr wird das vielleicht besser als ich verstehen, in welcher Situation ihr euch befindet. Aber ihr wird bestimmt wissen, wer dieser Mensch hier ist. Ja, dieser Mensch, der begleitet mit der Karte der Teufel plus die Karte der Tod. Und die Karte der 8 Schwerter. Also gar keine positive Karten, ja? Und diese 6 Stäbe hier, die normal für Erfolg reden würde, in dem Fall mit diesen Karten, ist keine positive Karte. Ist eine Karte, die auch für ein bisschen mehr Stolz spricht. Eine stolze Person, die, wie gesagt, denkt, du bist da. Jede Zeit, wenn er kommt. Oder wenn sie kommt. Es ist total interessant, Krebs. Guck mal, in deiner Unbewusstheit haben wir wieder auch einen Ritter. Ein Ritter der Kelche, ja?
eine Energie, die mit einer Liebesbotschaft zu dir kommt. Das heißt, hier gibt es eine Energie von, ja, vielleicht ist das auch eine neue Energie. Also guck mal, ist der Ritter der Kelche und auch die Puppe der Kelche. Spricht auch für Wasserzeichen, also Fische, Krebs oder Skorpion. Eine jüngere Energie, vielleicht gibt es hier Krebs einen Altersunterschied, ja? Ein Altersunterschied. Ist übrigens aber begleitet mit der Dritte der Kelche. Dritte der Kelche. Und Dritte der Kelche habe ich dir in der Videoteil 1 jetzt gerade gesagt, ist auch unter dem Deck. Von den Karten ist auch der Dritte der Kelche. Übrigens sehe ich gerade hier auch die, ja, die Königin der Kelche. Gut. Auf jeden Fall, der Dritte der Kelche, was auch natürlich für sich treffen und Freude, also man hat Freude, wenn man sich mit diesem Mensch treffen kann, ja. Aber diese Karte spricht auch manchmal Krebs und so wie ich die, dein Thema jetzt gerade sehe. Also sag mir diese Karte mehr, dass hier sich um eine dritte Person handelt. Also ist eine Dreierbeziehung sozusagen. Und das bestätigt mir auch nämlich Krebs, diese Karte hier. Augenblick, wenn ich sie erwische. Weißt du, ich habe total schöne Nägel, aber die sind für nichts gut. Ah, jetzt hier. Ja. Guck mal, diese Karte hier. Ja, diese Karte der Optionen, ja, Krebs. Diese dritte der Kelche. Auch wiederholt sich ja zweimal bei dir, ja. Sag mir halt mehr, dass hier sich eine Situation, um eine Situation handelt, wo in eine Dreierbeziehung ist. Also, ja, in deinem Bewusstsein haben wir zweite der Kelche. Und wie gesagt, wir haben in deinen Kartenauslegen gerade viele Kelchen, ja? Also, genau, die zweite der Kelche. Ja, zwei Personen, die eigentlich super gut zusammenpassen. Und ich begleite aber mit der fünfte der Kelche und der siebte, ne, der achte der Münzen. Also der zweite der Kelche manchmal hat hier auch mit Entscheidungen zu tun, ja. Der fünfte der Kelche zeigt auch für ein Trauer, für Traurigkeit von jemand von der Vergangenheit, ja. An den man denkt und an den man immer noch denkt, Krebs, ja. Und aber diese achte der Münzen ist eine sehr positive Karte, die zeigt, dass man wirklich konzentriert arbeitet an das, was dir gefällt, an ein Hobby, an deinen Projekten, an dich selber, ja. Also du arbeitest konzentriert in deine Sachen weiter und vielleicht sogar auch kümmerst dich auch um dich selber, aber und das ist positiv, das ist eine positive Karte, ja, die auch für ja. Aber wie gesagt, auch nachdenkt, ja, also hier sind Karten, wo man noch viel an diese Person, an eine bestimmte Person nachdenkt. Und ich glaube, Krebs kann auch mit einer Königin der Kelche zu tun haben. Die habe ich jetzt als Energie hier hinter der dritte der Kelche kam jetzt die Königin der Kelche, eine Sternzeichen, auch Wasserzeichen, also Krebs, Fische oder Skorpion. Ja. Ja, und wie gesagt, es war hinter diese Dreier, dritte der Kelche, ja. Es gibt viel Nachdenken hier, ja. Und viel Nachdenken und Traurigkeit für eine Person, ja.
Denn mit diesen ganzen Optionen, die du hier, die hier gezeigt werden, Krebs, du fühlst dich auch nicht glücklich. Also man ist ja nicht glücklich in dieser Situation. Ja, man ist wirklich gar nicht glücklich. Trotzdem bist du da. Vielleicht während du wartest an irgend Bestimmtes, also du wartest und keine Ahnung, währenddessen bist du in diese ganzen Optionen. Und du bist nicht glücklich und das sage ich auch, weil die Karte der Teufel in diesem Fall könnte das auch deuten. Ja? Du bist auf keinen Fall glücklich in dieser Situation. Das macht dich auch nicht glücklich. Das sieht man auch an den anderen Karten auch. Vaya, vaya, guck mal. In deiner Vergangenheit, in deiner näheren Vergangenheit, haben wir eine Königin der Schwerter. Eine Königin, die sehr wahrscheinlich einen Schluss in eine Situation schon gemacht hat, schon in deiner näheren Vergangenheit. Das könntest du auch sein, Krebs, ja? Diese Königin könntest ganz gut du sein. Eine Person, die in der näheren Vergangenheit schon einen Schnitt in eine Situation gemacht hat, einen Schluss, ja? Ist begleitet aber wieder mit dieser König der Münzen. Ja, Sternzeichen, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Und der vierte, der Kelche, eine Karte, die für mich für Intuition da ist und dir sagt, irgendwas stimmt in dieser Energie hier nicht. Und deswegen hast du Schluss gemacht. Und guck mal, diese Energiekrebs wiederholt sich in deiner Gegenwart jetzt, als Thema wiederholt sich dieser König der Münzen. Zusammen mit der Teufel, muss man dazu sagen. Also irgendeinen Grund hattest du schon damals gehabt und deine Intuition hat dich auch nicht hat sich nicht geirrt, dass du diesen Schnitt schon damals gemacht hast. Denn wie gesagt, diese Energie hier von diesem König, König der Münzen, die auch in deiner Vergangenheit erscheint, schon damals hast du deinen Schnitt gemacht, deinen Schluss mit dieser Energie. Und deine Intuition hat dir schon gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Und diese Energie kommt. Diese Energie kommt. Wenn noch nicht gekommen ist, der wird sich bei dir melden. Ja, diese Energie wird sich bei dir melden, Krebs. Und da musst du schauen, was für dich am besten das Beste ist, ja? Ja. In deine Zukunft wiederholt sich jetzt der achte der Münzen. Eine Karte, die zeigt, dass du konzentriert an deine Sachen arbeitest. Dich um deine Arbeit kümmerst, um deine Projekten, um deine Hobbys, um deinen, also vielleicht bist du auch am Nachdenken, aber du bist mit deinen Münzen beschäftigt, weil man sieht auch in diesen Kartenauslegen ganz schön viele Münzen, ja. Und das deutet auch, du bist auch sehr beschäftigt. Also für dich ist momentan auch wichtig, ja. Erscheint mit die Herrscherin spricht oft auch für einen neuen Anfang, ja. Die Herrscherin ist eine ermächtigte Person, kann auch ein Mann sein. Eine ermächtigte Person wirklich, ja. Was auch für einen neuen Anfang spricht. Eine kreative Person auch. Wenn das jetzt hier mit deinem Projekt zu tun hat, mit deiner Arbeit, hat wirklich super gute Aussichten, ja. Übrigens, Krebs ist begleitet aber mit der Karte der Turm. Was heißt das? Für mich heißt das, dass es wird eine große Änderung, auch was mit deiner Arbeit zu tun hat, Krebs.
Also, ich finde hauptsächlich auch, was mit deiner Arbeit zu tun hat, mit deinem Projekt, mit deinen, ja. Es gibt eine Änderung. In welche Art und Weise, das wird sich in jeder Situation dann anders sein oder sich ergeben, aber ich wusste nicht, was genau damit gemeint wird, ja. Aber hier kommen Änderungen auf jeden Fall. Also andersrum, etwas bricht Krebs. Wenn das jetzt mit einer Person zu tun hat, Krebs, guck mal, die Karten reden ja oft manchmal für sich selbst, ja. Und wenn ich dir die zeige, vielleicht kannst du die Karten an deine Situation besser anpassen, ja, als ich, weil ich kenne ja nicht alle Situationen. Aber in dem Fall zeigt hier einen Mann, der konzentriert, vielleicht sogar nachdenklich ist und sich auch um seine Arbeit kümmert, aber auch sehr viel nachdenkt, ja. Sehr wahrscheinlich auch um eine Person. Aber hier kommen Änderungen, Herr Krebs. Guck mal, wenn ich jetzt direkt als in dein Ergebnis gehe, jetzt wo ich diese Zukunft gesehen habe, wenn ich als in dein Ergebnis gehe, habe ich hier eine siebte der Schwerter. Eine nicht schöne Karte, keine schöne Karte. Zeigt eine Person, die kommt und geht, wie es ihm passt. Eine Person, die lügt, die nicht ehrlich ist. Diese Karte kann auch diese dritte der Schwerter drin haben, vierte der Schwerter. Also für mich hat diese siebte der Schwerter hat alle Schwerter drin, die wirklich nicht gut sind. Also es ist eine wirklich keine schöne Karte, die für keine vertrauliche Person, also eine Person, die man nicht vertrauen kann, die ein Gespräch vermeiden möchte, die nicht mit der Wahrheit reden möchte. Eine Person, die, ja, auf jeden Fall eine Person, die man nicht vertrauen kann. Total. Also total. Das kommt in deine, als Ergebnis. Das kommt als Ergebnis, ja, bei dir. Begleitet jetzt aber mit Rat des Schicksals auch was eine Karte, die für Änderungen spricht, Krebs. Genau wie die Karte der Turm. Deswegen wollte ich direkt jetzt hier springen. Weil die Karte der Turm zeigt schon in deine Zukunft, dass irgendetwas bricht oder ändert sich. Sehr hart, ja, ändert sich. Und der Rattenschicksal genauso spricht dafür auch. Die Sache ist, diese Person kommt und geht. Das Rattenschicksal zeigt auch. Es ist eine Person, die immer wieder kommt und geht. Und vielleicht du immer wieder verzeihst oder wie Krebs, keine Ahnung. Ist begleitet mit der neunte der Kelche. Eine Karte, die auch viel bedeuten kann, kann auch natürlich bedeuten, dass die Wünsche erfüllt werden, dass man heilt und so weiter. Aber zeigt auch eine Person, die sehr egoistisch da sitzt. Ja. Also diese zwei Karten, die normal positiv sein könnten. Ich begleite mit dieser Karte nicht unbedingt so schön. Ja? Denn das ist die Hauptkarte für dein Ergebnis. Eine Person, die du schon kennst, also es ist nicht jemand Neues, also diese Person kennst du, die immer wieder kommt und geht. Und wirklich immer wieder kommt und geht. Eine egoistische Person. Ja. Guck mal hier. Ich habe jetzt als Klärung noch eine Karte rausgeholt und kam der Ass der Schwerter. Und deutlicher Krebs unmöglich. Hiermit machst du einen Schnitt.
Der erste Schwerter ist eine wunderschöne Karte, die für Klarheit, aber mit der Wahrheit, Gespräche mit der Wahrheit, Kommunikation mit der Wahrheit. Und wenn nach Lösungen auch sucht, ja, aber wenn es nötig ist, auch einen Schnitt, einen Schluss in eine Situation macht. Und hier sollst du wirklich aufpassen, Krebs. Ich wollte es dir direkt zeigen, weil ich finde, diese Karten mit diesem Turm hier in deine Zukunft hat viel zu sagen, ja. Eine Sache wird sich bei dir hart ändern. Guck mal, Krebs, ich sage ja nur Bescheid, sollte sich das Video, es tut mir wirklich leid, dieses Mal ist ein bisschen chaotisch, ja? Also sollte sich das Video wieder ausschalten, irgendwann nach sehr wahrscheinlich 33 Minuten oder so, dann musst du halt Teil 3 suchen. Tut mir wirklich leid, mir ist peinlich, muss ich schon sagen. Aber ich hoffe, es ändert sich auch mit der Zeit. Also ich muss nämlich hier was machen mit meiner Technologie hier, aber bis die Geschäfte nicht aufmachen und ich mich nicht beraten lassen kann, muss ich halt abwarten. Und es ist überall zu, du weißt schon, und über online will ich nichts kaufen gerade, ich möchte mich erstmal beraten lassen. Und wie gesagt, tut mir leid, es ist mir peinlich, aber wie gesagt, es gibt einen Teil 1, Teil 2 und sehr wahrscheinlich Teil 3, ja. Aber gut, du kannst das dir ja, so verteilen, so, das musst du nicht immer gleich alles sehen, ja. Ich mache weiter. Guck mal, als deine Einstellung zum Thema, deine Gefühle, wir haben nämlich Krebs, ein Fünfter der Schwerter. Wieder eine Karte, die für eine konfliktive Karte. Diese Karte kann mehrere Situationen jetzt beschreiben. Ich kann dir nicht sagen, worüber hier es geht. Aber tatsächlich mit einer Person, wie wir jetzt in dein Ergebnis gesehen haben, den du nicht vertrauen kannst. Und wo du bestimmt einen Schnitt machst. Weil guck mal, es kann nicht normal sein, oder? Dieses Gefühl von Nichtvertrauen hast du schon. Es könnte sogar möglich sein, dass du das bist, wer weiß. Ich meine jetzt nur in der Beziehung, dass du eine Situation nicht vertrauen kannst. Und also wie du siehst, es kann nicht normal sein, dass so viele Schwerter dieses Mal in deinen Karten auslegen erscheinen. Und alles so mit einem so verbindet wie... Und weißt du, Krebs, diese fünfte Schwerter ist dieses Mal mit dem Teufel begleitet, ja? Ist wieder der Teufel da? So in dein Thema ist schon der Teufel da. Und jetzt kommt er wieder und begleitet mit einem Ritter der Kelche. Also ich sage dir schon von vornherein, vergiss diese Ritter der Kelche. Was will man mit denn hier? Also wenn begleitet ist mit so einem Fünfte der Schwerter und der Teufel. Okay, vielleicht kommt er mit sehr viel Leidenschaft, aber ich meine, keine Ahnung. Ja, Leidenschaft auf jeden Fall. Kommt jetzt die Karte der Kraft? Aber guck mal, du wirst es nicht glauben, wirklich. Guck mal, Fünfte der Schwerter. Karte der Teufel habe ich dir gerade gezeigt und der Ritter der Kirche. Ne? Ich sagte, okay, vielleicht kommt er mit viel Leidenschaft. Ja, die Kraft, die Karte der Kraft kommt hier, also doch Leidenschaft. Aber weißt du was, dann wiederholt sich wieder der Siebte der Schwerter. Eine Person, die kommt und geht. Eine Person, die kommt und geht. Der Teufel. Ein Steinbock? Keine Ahnung. Aber guck mal, wiederholt sich zweimal diese Karte. Und wie der Teufel ist, wiederholt sich auch zweimal. Ich muss dir aber sagen, der einzige König, der ich hier sehe, jetzt gerade auf dem Tisch, der zweimal sich wiederholt, ist der König der Münzen.
begleitet mit dem Teufel, ja, das weißt du ja. Und mit der Karte der Tod und der Achte der... Also du hast schon die Karten auslegen gesehen und du wirst schon, kannst du dir ein paar Mal anschauen. Tut mir leid, aber ich will ständig das Gleiche wiederholen, aber eigentlich ist alles schon alles aufgenommen. Es ist alles, ja, also kannst du dir, ich würde mir wirklich ein paar Mal das Video anschauen, weil ich glaube, damit man alles wirklich mitbekommt, also musst du das wirklich zweimal anschauen. Es ist nicht normal. Denn ich meine, es ist nicht normal, weil für mich persönlich ist mittlerweile schon deutlich genug. Und ich versuche es dir so deutlich zu machen wie möglich, aber eigentlich ist das nicht gut. Eigentlich musst du schon von dir selber das schon spüren, ja, oder merken. Denn wenn du die Karten verbindest, guck mal, die nächste Karte, die kommt, ist der 10. der Schwerter. Eine Karte, Krebs, die einen Schluss zeigt. Auch ein Schluss. Nummer 10 spricht für ein Ende. Also diese Situation hier für dich hat ein Ende, endgültige Ende, ja. Guck mal, der Turm ist ja da, spricht ja für ein Ende, etwas, was sich, und Ast der Schwerter spricht auch für ein Ende. Ja, also jetzt, wo wir klar haben, dass das ein Ende hat, weißt du, was für zwei Karten hier begleitet sind? Mit der Karte, der Stern, Nummer 17, spricht für Wassermann. Ja, eine wunderschöne Karte, die nicht nur für Hoffnungen, sondern für Wünsche, also alles, so wie du es dir gewünscht hast, Krebs, wird sich auch wie sagt man, manifestieren. Also es ist eine wunderschöne Karte, die wirklich für Hoffnung und Wünsche da steht, ja. Nach diesem ist das, was für dich erwartet. Guck mal, mit der Karte der Mäßigkeit, ja. Also die Karte der Mäßigkeit plus die Karte der Stern. Ja, das, was für dich jetzt kommt, Krebs, ist wirklich von einem guten Stern geführt, ist ein Engel, wirklich, du bist nicht alleine, Krebs. Ist jemand da, ein Engel, jemand ist da, der wirklich dich wirklich gut führt und ja. Ja, guck mal, was für zwei wunderschöne Karten, zwei große Arkane, ja, begleitet mit dieser hier, also dieses hier begleitet, weil das ist jetzt ein Schluss, das hat ein Ende von der